Was passiert, wenn man mit seinen Lottomillionen fahrlässig umgeht? Dieser Mann hat es am eigenen Leib erfahren, Achim Bubert aus Schleswig-Holstein. Der Familienvater verzockte einen Riesengewinn und spielt jetzt wieder Lotto. Mit dem Geld eines weiteren Jackpot würde er nun alles anders machen. Wenn ich heute das Glück hätte, da die Millionen abzugreifen, das würde keiner zu hören bekommen. Weil es geht im Endeffekt keinem was da an, auf Familie draußen. Ne? Ich würde meine Familie nehmen, meine kleine Familie, und dann würde ich erstmal gut 2-3 Wochen Urlaub machen und oder tun und dann erstmal darüber nachdenken. So, was machst du damit? Genau das ist damals aber nicht geschehen, als er 1994 fast 8 Millionen Mark gewann. Achim und seine Frau kauften sich davon zunächst eine Villa in ihrem Heimatort Kleinrönnau für umgerechnet 1,6 Millionen Euro. Heute, 25 Jahre später, können sie das Anwesen kaum noch instand halten. Einmal Millionär und zurück. Petra Bubert hat die finanzielle und emotionale Achterbahnfahrt in ihrem Tagebuch festgehalten. Aus meinen rückblickenden Erfahrungen ist das viel einfacher, wenn man von unten langsam alles nach oben aufbaut und man ist oben und dann kommt der Bums und man wieder rückwirkend nach und nach alles wieder verliert. Denn dann weiß ich, wie das da oben war. Ja, und das macht jeden Menschen kaputt. Dabei winkte mit dem großen Gewinn zunächst auch das große Glück. Nach dem Lotto-Volltreffer von knapp 8 Millionen D-Mark hat Focus TV die Familie über viele Jahre begleitet. Petra hatte damals den goldenen Schein ausgefüllt. Die beiden konnten den Geldsegen gut gebrauchen, denn sie mussten noch den Kredit für eine Wohnung abbezahlen. Plötzlich war ein sorgenfreies Leben zum Greifen nah. Doch mit Geld muss man auch richtig umgehen können. Wir waren glücklich, auch wenn es nur einen kurzen Moment war. Und dann haben wir gesagt, die anderen sollen auch Glück an unserem Lottogewinn haben. Innerhalb von nur einem Tag verschenkten Achim und Petra über 2 Millionen Mark an Freunde und Verwandte. Dafür zahlten sie sogar 22.000 Mark Überziehungszinsen, denn sie hatten den Gewinn noch gar nicht auf dem Konto. Zeitgleich gönnte sich Achim 4 neue Autos, 2 Firmenwagen, einen Audi A6 und ein A4 Cabrio. Dazu noch hier und da ein bisschen Luxus und natürlich ein Boot und einen Swimmingpool. Mit einem Teil des Geldes spekulierten sie an der Börse und verloren. Aber die schlimmsten Verluste machten die Buberts beim Immobilienhandel. Mit so viel Pech hatten sie nicht gerechnet. Wenn wir verkauft haben, waren die Immobilienpreise unten. Und wenn wir gekauft haben, waren die Immobilienpreise oben. So war der schnelle Reichtum ebenso schnell wieder verschwunden. Nur ihr weitläufiges Familienanwesen konnten die Buberts retten. Und etwas Inventar. Einen kleinen Tierpark mit Ponys und Eseln und eine hauseigene Kartbahn. Damals ein Geschenk für die beiden Söhne André und Marcel. Chronik eines fortschreitenden Niedergangs. Recht schnell zeichnet sich ab, das Geld wird knapp. Dafür gibt es jedoch reichlich Neid, Hass und Streit. Für Außenstehende mag das ja viel sein, 8 Millionen Mark, aber im Urlaub waren wir nicht. Einzige, was wir jetzt ein großes Grundstück, ein großes Haus, aber sonst, ich meine, das kann nicht ersetzen, was im persönlichen Umfeld da alles schiefgegangen ist, sei es der Familie, sei es der Hass der Mitschüler und so. Kaum hatten die Buberts damit begonnen, Teile ihres Millionengewinns zu verschenken, rollte eine regelrechte Lawine von Schnorrern über sie hinweg. Man gibt erstmal aus dem guten Herzen. Da kommt der Freund, den man jahrelang schon nicht mal gesehen hat. Dann geht das schon los. Mensch, du kannst du nicht mal helfen. Ich habe die Rechnung zu bezahlen. Kannst du nicht mal. Wenn man so einen hohen Betrag gewinnt, dann ist das einfach so, wie in einem Rausch fühlt man sich. Du fühlst dich schuldig. Du hast das Geld. Du schämst dich für das Geld nachher. Und du bist nachher nur glücklich, wenn du dem Menschen da, sag ich mal, 50.000 Mark gegeben hast, damit er Ruhe gibt. Und letztendlich ist es so, durch dieses Geben erkauft man sich die Ruhe. Aber Fehldenken, man bekommt nicht die Ruhe. Doch bald versuchen die Buberts, sich finanziell zu berappeln. Direkt neben ihrem Haus eröffnen sie einen Angelladen. Achim will mit seinem Hobby Geld verdienen. Nicht leicht als Lottogewinner. Viele Kunden denken, wir sind noch die Millionäre. Und dann kommen sie nicht. Wir haben es ja nicht nötig, hier zu stehen.
Und das habe ich gerade gestern wieder vom Kunde gehört. Er sagt, ach, was willst du, dir geht's doch gut, ist doch scheißegal. Und da habe ich dann erstmal gesagt, wisst ihr was, wenn ich das nicht nötig hätte, dann würde ich hier nicht stehen, dann würde ich den Laden dicht machen und würde ich irgendwo mir es gut gehen lassen. Und die wenigen Kunden, die trotzdem kommen? Sie versuchen bei Lotto Achim die Preise zu drücken. Ist genauso teuer wie die andere. Da kann ich nichts mehr machen. Ist ein Sonderpreis. Dabei liegen Buberts Angebote im Schnitt sogar 40% unter der unverbindlichen Preisempfehlung. Kennt meine Frau ja auch, wenn die Kunden da kommen und... Die kommen ohne Geld rein. Ja, das hast du ja letztens gehabt. Will einen Fisch kaufen bei dir, aber Geld habe ich nicht. Und da habe ich gesagt, ohne Geld kein Fisch. Ja. Und ob ich draußen ein Schild schon habe, dass ich alles verschenken tue hier. Die Kosten sind hoch. Die Buberts beschäftigen einen Angestellten und die Aquaristikabteilung hat schon beim Bau viel verschlungen. Dazu kommt der Unterhalt für die Becken der Fische. Bald wird klar, dieses Geschäft rentiert sich nicht. Dieser Angelladen mit Aqua hat gekostet in Euro gute 450.000 Euro. Hat dieses Unternehmen gekostet insgesamt. Mit den Umbauten, was wir hier drin haben. Und das haben Sie mit einem Kredit finanziert? Finanziert haben wir, kann ich mir sagen, was hier auf diesem Haus sind, sind 145.000 und 50.000. Das ist hier. Ja, das ist hiermit finanziert. Na, und dann eben die Girokonto, das Dispo, was man dann so hat. Ja. Ehefrau Petra fährt die gleiche Strategie: Geld machen mit dem Hobby. Sie entwirft und schneidert eine eigene Kollektion für Damenmode. Um die an die Frau zu bringen, verkleinern die Bubert sogar den Angelladen. Ja, die Tasche würde ich erstmal wegnehmen. Doch bei aller Kreativität, auch hinter diesem Vorhaben steckt kein solider Businessplan. Wenn eben Kundschaft kommt, die Damen zum Beispiel, die mit den Anglern ja kommen und so, dann fühlen sie sich nicht so gelangweilt und dann können sie auch mal hier rum ein bisschen stöbern. Und natürlich, wenn das eine oder das andere Teil den interessiert oder was, ne, klar, verkaufen wir das auch denn. In was für der Preisklasse? Ja, also die, habe ich eigentlich noch gar nicht, mir so gar nicht so den Kopf gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Die muss ich eigentlich passen. Petra will damals ihre Kleider sogar bei einem Designwettbewerb in den USA einreichen. Dafür hat die gelernte Friseurin ein Fotoshooting organisiert, zusammen mit Freundin Rita. Fotograf ist natürlich Achim. Talent hin oder her, bei den Buberts kommt jeder auf seine künstlerischen Kosten. Ob als Model, Modedesigner oder Videoproduzent. Doch am Ende wird auch diese Idee floppen. Umdrehen. Vor 9 Jahren vertrauten die Buberts noch auf eine andere Einnahmequelle. Basierend auf Petras Tagebuchnotizen veröffentlichten sie ein gemeinsames Buch, um den Ärger endlich von sich wegzuschieben, wie sie sagen. Für die Hoffnung auf etwas Geld riskierten sie sogar einen Familienkrach. Wenn man schon das ganze Leben so offenbart, schämt man sich ja auch irgendwo dafür. Mensch, hättest das bloß nicht in der Öffentlichkeit gebracht. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, dann hätte doch, man erhofft sich das. Dass man wenigstens ein bisschen kommt, dass wir an die Schulden rangehen können. Und wenn das nur ein kleiner Kredit ist. Aber dass man wirklich sagen kann, Mensch, durch das Buch, da guck an, du hast einen Hauskredit weg. Doch auch hier bleibt der Erfolg aus. Vom erhofften Bestseller liegen noch 7.000 unverkaufte Exemplare in der Garage. Kaum einer will das Buch lesen. Ja, ein bisschen deprimierend ist das, ne? Weil man hat sich wirklich erhofft, dass die innerhalb von einem Jahr weg gewesen wären. 9 Jahre später. Petra und Achim führen uns über ihr Anwesen. 5.000 Quadratmeter, völlig verwildert und heruntergekommen. Gepflegt ist hier schon lange nichts mehr. Denn auch dafür bräuchte man Geld. Normalerweise müsstest du 2 Angestellte haben, damit man das hier alles schafft, damit das alles in Schuss ist. Der Verfall als Sinnbild für den unaufhaltsamen Niedergang. Ihr Anwesen ist das Einzige, was die Lottogewinner noch haben. Tag für Tag führt es ihnen vor Augen, wie gigantisch hier alles schiefgelaufen ist. Und es scheint kein Entkommen zu geben. Sicherlich erbindet Eigentum, wenn man sieht, was da für Arbeit dran steckt. Ja, wenn man arbeiten würde. Danke. Bitte. Ne? Es bindet schon, weil
Du musst da wirklich was für tun, wenn du das alles instand halten willst. Da musst du was dafür tun. Und je größer das ist, das Grundstück, desto teurer ist auch diese Instandsetzung. Trotzdem, aufgeben, das tun die Buberts grundsätzlich nicht. Dafür haben sie viel zu viele Ideen. Leider sind es meistens keine guten. Vor 7 Jahren war es der Esel Yoshi. Den wollten die Buberts zum Helden machen und mit ihm viel Geld verdienen. Wenn unsere Kinder gerutscht da sind, da hat der kleine Esel natürlich das nachgemacht, ausprobiert, versucht natürlich. Na, und da er ja auch hier mit unseren Jungs groß wurde, da, na, hat er genauso wie so ein Menschenkind natürlich auch so einen Blödsinn gemacht. Und da habe ich gesagt gehabt, na, weißt du was, da kann man ruhig Geschichten daraus schreiben. Na, und dadurch ist das Kinderbuch entstanden. Das produzieren die Buberts damals natürlich wieder auf eigene Kosten und bieten es neben der erfolglosen Autobiografie im Angelladen an. Petra hat die Geschichten von Zwergesel Yoshi aufgeschrieben, ihr Bruder die Bilder dazu gemalt. Und Achim macht sich an einen Soundtrack. 5 Lieder hat er komponiert. Was er in der Rolle des Esels singt, klingt verdächtig nach seinem eigenen Befinden als gescheiterter Lottogewinner. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich habe die Nase voll, ja, ich habe die Nase voll. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich habe die Nase voll, ja, ich habe die Nase voll. So. Diesen Song, den ich jetzt gerade aufgenommen habe, ich will nicht mehr, habe ich morgen in Hamburg ein Treffen bei Euromusic. Und muss das einem Produzenten vorsingen und dann erhofft man sich, dass das was wird. Ein wichtiger Tag, denn der Termin mit den Musikproduzenten soll für Achim der große Durchbruch werden. Als singender Songwriter mit seinen Yoshi-Balladen. Wie wird das bei den Profis ankommen? Hallo, hier ist Toni. Hallo, ich bin mein Produktionspartner. Ja, hallo. Ja, ja, müsst ihr was zu sagen. Ja. Was ist denn die Message eigentlich der ganze? Also was willst du uns eigentlich damit sagen? Weil ich habe so vom Text her das jetzt gar nicht so begriffen. Es ist so, also so wie es jetzt ist, ne? So würde ich es niemandem vorspielen wollen. Wieder ein Flop. Am Ende produziert Achim die Songs und das Hörbuch selbst. Und auch diese CD landet im Angelshop. Ein weiterer Ladenhüter. Doch dann, nur wenige Monate später, bekommen die Buberts einen verheißungsvollen Anruf. Aber einer hat sich ja nun mal gemeldet, ne? Ja, einer hat sich darauf gemeldet. Der das große Haus rausbringen wollte. Die Person gibt sich als interessierter Manager aus. Der Mann besucht die Buberts im September 2011 für 3 Tage und überzeugt sie davon, dass er der Richtige ist, um ihr Yoshi-Buch ganz groß zu vermarkten. Petra und Achim unterschreiben kurzerhand einen Vertrag. Der konnte wirklich so reden, der, ich sag mal, Manager bzw. Betrüger, dass du besonders, den hast du zum Schluss alles geglaubt, was er dir erzählt hat. Er hatte damals pro forma gefordert 20.000 Euro im Monat, also ein Jahresvertrag von 240 bzw. 280.000, 240.000 Euro und. Da stand schon so ein paar dubiose Sachen drin. Wir hatten zwar noch einen Tag später gleich die Kündigung eingereicht, also damit das Ding überhaupt gar nicht zustande kommt. Aber er hatte wohl solche guten Anwälte, dass die das überhaupt auf 3 Jahre fast hat das gedauert, der Prozess, so weit hinausgezögert haben. Und während der Prozess läuft, machen die Buberts den nächsten katastrophalen Fehler. Weil sie für ihren Angelladen dringend Geld brauchen, belasten sie ihr Haus mit 50.000 Euro. Als das Amtsgericht dies erfährt, verhängt es einen sogenannten dinglichen Arrest gegen das Ehepaar. Sie sollen im laufenden Verfahren kein Geld auf die Seite schaffen. Wenn einer im dinglichen Arrest kommt, das heißt, von heute auf morgen werden deine Kontos gesperrt, im Endeffekt dein ganzes Vermögen wird eingefroren. Da kommst du nicht mehr ran, aus die Maus. Und je länger so ein dinglicher Arrest dauert, desto teurer wird das für einen selbst, weil du hast ja laufende Kosten im Monat, das muss alles bezahlt werden. Man hat so manches Mal immer gedacht, na ja,
Was hat man bloß den Menschen angetan, dass wir so fertig gemacht werden? Ne? Dieser Manager, der hat wirklich mit seinen ganzen Anwälten im wahrsten Sinne, da wurde eine ganze Familie zerstört. Und er hat nicht nur die Familie zerstört, er hat auch unsere Ehe, unsere Liebe zerstört. Ne? Also wir leben wirklich nur noch so dahin. Und wie das weitergeht, ne, muss man abwarten, ne? Was die Zukunft jetzt bringt. Denn der permanente Nervenkrieg, der Streit und die Geldsorgen haben die Ehe der Buberts schwer belastet. Mittlerweile haben sie sich geeinigt, zumindest einigermaßen friedlich nebeneinander zu leben. Noch immer wirft Petra Achim vor, ihren Lottogewinn verprasst zu haben. Weiß ich, wie enttäuscht Petra über mich ist? Ich bin mit Petra 36 bzw. 37 Jahre zusammen. Und sicherlich mag sie auch vieles nicht für richtig halten, was ich tue und mache. Aber ich mag das ja auch nicht unbedingt immer, wenn Petra dies und jenes macht. Nur ich sage immer, du sollst den Menschen so verbrauchen, wie er ist. Und 36, 37 Jahre schmeißt man ja auch nicht so einfach weg, ne? Vor dem Lottogewinn hat Achim als Zimmermann gearbeitet. In seinen alten Beruf zurückzukehren, das kann er sich nicht vorstellen. Ich bin jetzt 56. Wenn ich jetzt noch mal auf den Bau gehen würde, dann würde ich da vielleicht mit 1400 Euro nach Hause kommen. Und das wäre dann gerade so, dass du deine laufenden Kosten verdienst. Und wenn man dann eigentlich noch ganz ehrlich ist, wie gesagt, 56, fett ist runter, wenn ich jetzt nach 30, 40 Jahren wieder auf den Bau gehe. Und dafür wäre es wohl auch zu spät. Achim hat den Anschluss verpasst, ist im Leben falsch abgebogen durch den Lottogewinn. Im Prozess um das Kinderbuch bekamen die Buberts zwar einen Freispruch, doch die Kosten waren so hoch, dass sie ihr Ferienhaus verkaufen mussten. Die Kinder sind hier groß geworden, haben hier sehr viel Spaß gehabt unten am Strand, auch hier überhaupt im ganzen Ort. So, und wenn du jetzt hier, ich sag mal, 15 Jahre später hier stehst im Endeffekt, und dann kommen die ganzen Erinnerungen der letzten 15 Jahre durch und es tut irgendwo weh, weil das war immer irgendwie ein Zufluchtsort für uns. Im Nachhinein würde man das schon sagen, dass das eine Fehlinvestition gewesen ist. Und pff, da hätte ich lieber auf der Couch liegen können und dann hätten wir diesen Scheiß mit dem Betrüger nicht gehabt. Und da bin ich heute noch traurig, beziehungsweise auch innerlich ärgere ich mich darüber. Die Idee, das Lottogeld für sich arbeiten zu lassen, ging schief. Der Rechtsstreit um das Kinderbuch kostete ihn 2013 eine insgesamt sechsstellige Summe. Und doch muss es irgendwie weitergehen. Mein Grundsatz ist eigentlich, ein Achim Bubert gibt nie auf. Und selbst wenn man mir immer wieder eine Falle stellt oder so, ich komme immer aus diesem Loch rausgekrabbelt und kämpfe weiter nach vorne. Achim arbeitet manchmal als Kleindarsteller. Für kleine Gagen. Der Angelladen läuft mehr schlecht als recht. Ein geregeltes Einkommen ist das nicht. Haken, Schnurstopper, dahin haben wir Blinker, bisschen Meeresabteilung. Und früher hatte man die Meeresabteilung, die war fast so groß wie der Laden. Viel Geld bietet viele Chancen. Den Lottogewinn wollten die Buberts immer nutzen, um ihre Hobbys zum Beruf zu machen. Eine Idee, die immer noch fasziniert. Wenn du Schule fertig hast, dann geht's in der Lehre, dann kommen die Frauen. Ne? So, dann hast du da gar keinen Bock, weil du denn da in diesem System drin bist. Du musst ja arbeiten, damit du deine Miete bezahlst. Ne? Und das hat sich geändert durch den Lottogewinn? Das hat sich geändert durch den Lottogewinn. Man hat doch das gemacht, was man eigentlich wollte oder ja, mochte. Ne? Wenn es nach Achim gehen würde, dann wäre er heute bereits Schlagerstar. Zusammen mit seiner Frau Petra hat er in den letzten Jahren in seinem kleinen Tonstudio hunderte Musikclips produziert. Was ihr dazu sagt, ist mir Pippi egal, denn meine Frau, die liebt mich, zumindest manchmal. Ach, du weißt, du bist eine Granate, du bist der Beste, den ich je hatte.
Parallel zum Gerichtsprozess versuchten die Buberts ihr Glück mit Musikvideos. Was wären die Männer ohne uns? Nix, nix, nix. Wir dienen zur Fortpflanzung, opfern die Figur, die Zähne fallen raus, das halte ich nicht mehr aus. Was wären die Männer ohne uns? Eine Ecke des Angelladens haben die Buberts zum virtuellen Studio umgebaut. Dort setzen sie gemeinsam mit Freundin Rita ihre kreativen Ideen um. Die fertigen Clips sollen per YouTube Geld in ihre leere Kasse spülen. Den Erfolg dieser Werke bemisst Achim anhand der Klicks im Internet. Ich wusste ja gar nicht, dass ich so schlank aussehe. 526 Klicks habt ihr und das in einem Monat. Das ist schon eine ganze Menge. Wenn du das mal hochrechnen würdest über ein Jahr, dann wärst du vielleicht auf 5000 Klicks. So, und andere sind im Internet ein Jahr drin und die können bestimmt genauso gut oder besser singen wie wir und die haben nur 76 Klicks. Achim glaubt fest an den Erfolg. Nebenbei schreibt er Liebeslieder für Petra. Ich schaff es nicht ohne dich. Poschi, ich liebe dich. Bald kann Achims Kanal immerhin 700.000 Videoaufrufe verbuchen und hat mehr als 3.000 Abonnenten. Leben kann er davon aber nicht. Ich würde mal sagen, in diesen 8 Jahren hat man vielleicht 200, 300 Euro verdient. Mehr nicht. Der große Durchbruch sollte mit diesem Song endlich kommen. Eine Coverversion von Die Wanne ist voll. Übers Internet wird RTL auf das Home-Video aufmerksam und lädt die Buberts in die Show Supertalent ein. Der Auftritt vor dem äußerst kritischen Dieter Bohlen wird zwar aufgezeichnet, aber nicht gesendet. Für die Buberts wieder ein Flop, der im Streit endet. Hallo. Ach, schon wieder die alte Nummer. Ja, das war doch gar nicht schlecht. Ach Quatsch, da hast du dich bei Bohlen voll blamiert. Ja, ich kann doch nur nichts dafür. Und ich mit dem Schlepptau. Ich kann doch nur nichts dafür, dass die Leute uns alle ausgebuht haben, 1500 Leute. Was hier meinst du, wenn du dich dann nackig gemacht hättest? Ja, ja, wo zeig ich denn da mein männliches? Ja, guck dir doch die dicke Wurstpelle da an, das geht gar nicht. Guck mal, der hätte es ausstopfen müssen. Das schlackert ja, dann sieht das ja noch schlimmer aus. Jetzt hör auf, Matt. War doch nicht schlechter. Für mich war das erstmal anstrengend. Ich glaube, 7 Stunden haben wir gewartet, bis wir rankamen. Als ich da im Tunnel war, bevor man raufgeht, ne? Also ich war bald umgekippt. Also bei mir, da schwankte der ganze Boden weg. Ich habe bloß gedacht, ne, was tust du dir an, Petra? Stehst neben dem Kerl, weißt du was, ne? Der will sich gleich ausziehen, okay, dann soll er das machen da, ne? Aber ich stand da natürlich, ne, mit mein selbstgenähtes Kostüm und das war aus Bettlaken, weil ich kein Geld hatte. Also furchtbar, ich habe mich so geschämt. So, da hat er mich geschnappt, auch meine Freundin, und am Arm, da hat er mich gezerrt auf der Bühne. Dann die Leute immer buh, buh, buh und lachten denn da. Und den dü, dü, dü ging es immer. Die Produktionsfirma, hätten die das ausgestrahlt, dann würden wir heute hier nicht sitzen. Dann wären wir wahrscheinlich irgendwo auf Malle. Das weiß ich nicht, aber auf Malle und hätten diesen. Ach, das weiß ich nicht, und hätten diesen Gaudi da gemacht. Was mache ich bloß für eine Scheiße mit immer an deiner Seite? Immer wieder gebe ich klein bei. Und ich bin die reinste Lachnummer. Du hast zu mir gesagt, ich bin eine Sängerin. Und die da und die haben gleich Ü gemacht. Jeder Mensch kann singen und ist ein Sänger. Hauptsache, die Leute mögen das da draußen ja, hören. Ja, ich möchte aber Geld damit mal verdienen. Auch wenn dieser Auftritt in die Hose ging, für die Buberts gilt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Doch woher kommt immer wieder diese Zuversicht? Ganz einfach, weil wir die einzigen Lottogewinner sind, die immer wieder aus dem Nähkästchen erzählen. Offen und ehrlich. Weil Achim sich immer erhofft hat, ja, offen und ehrlich sind wir ja. Das ist ja. Aber du hast dir ja immer erhofft, hat er sich. Dann, dass er noch mal groß damit rauskommt, dass er als Schauspieler entdeckt wird, dass er als Sänger entdeckt wird. Ich habe zu mir selber gesagt, Börschchen, ne?
ich habe nichts gehabt so richtig von dem Geld. Ich musste immer schwer arbeiten. Jetzt sorgst du dafür, dass du über deinen Gesang die Million wieder reinbekommst, die ich verloren habe. Denn ich möchte das auch mal krachen lassen. Eine große Bürde, mit der Achim jetzt leben muss. Doch wie immer ist er voller Tatendrang. Montagmorgen. Für die Produktion seines neuesten Songs hat er heute ein ganzes Team eingeladen. Lass dich knudeln. Wie geht's dir? Ne? Auch mir geht's gut. Bist du aufgeregt? Nö, eigentlich nicht. Nee? Ich freue mich aber, dass gut du da bist. Gut siehst du aus. Ne? Ey, wir haben uns lange nicht gesehen. Nee, drei Jahre fast. Ja, Wahnsinn. Damit Achims Lied Herzvirus ein Erfolg wird, soll die Moderatorin und Sängerin Edwina De Pota als Coach helfen. Beim Einüben des Songs mit Freunden und danach bei den Dreharbeiten fürs Video. Heute wollten wir ja Herzvirus einsingen. Anschließend wollen wir zum Segeberger See, wollen ein Musikvideo drehen. Auch der Musikproduzent Jost Sagau ist auf die Buberts aufmerksam geworden. Ihm schwebt schon Großes vor. Ich habe gesehen, dass da ein bestimmtes Potenzial ruht. Und dieses Potenzial, was da ruht, passt so eher so in die Comedy-Trash-Geschichte, was ja zu dem Zeitpunkt auch sehr modern war. Und dann kam Achim irgendwann wieder, jetzt vor einem halben Jahr ungefähr, und hat mir einen Song vorgestellt, wo ich sofort gemerkt habe, dass die Melodie richtig super ist von dem Song. Fertig! Er hat das Virus in seinem Herz, sein Herz will nicht heilen. Und wenn ihr auch diesen Virus habt, dann lasst euch vereinen. Sie ist ein Virus in seinem Herz, sein Herz war aus Steinen. Das war gar nicht so schlecht, Mädels. Fürs erste Mal, aber ich würde super gerne noch ein bisschen mehr Action haben, und zwar in der Stimme. Und da ist mir aufgefallen, dass ihr irgendwie nicht richtig warm seid. Nehmt da bitte die Kopfhörer noch mal ganz kurz ab. Wir müssen uns erst mal tatsächlich jetzt so ein bisschen körperlich warm machen. Bitte einfach mal so die Arme nach hinten kreisen und vor allem dehnen. Und den Kopf mal so ein bisschen kreisen, rechts, links. Richtig. Das war schon sehr schön, aber jetzt möchte ich, dass ihr den Oberkörper auch noch lockert. Das ist auch sehr, sehr wichtig für die Stimme. Das werdet ihr nachher sehen und hören vor allem auch. Einfach mal den Oberkörper bitte nach unten hängen lassen. Ja, sehr gut. Und jetzt wirklich ganz locker sein. Und jetzt nur noch für die Stimme, das ist mir auch aufgefallen, ein bisschen lockerer, was die Lippen betrifft, könnt ihr dieses genau. Petra? Wir haben das geübt, erinnerst du dich? Sehr schön. Man müsste viel mehr mit ihnen arbeiten. Sie bräuchten alle Gesangsunterricht. Ganz wichtig. Also momentan sind wir auf einem Stand, der einigermaßen okay ist. Aber auch wirklich nur einigermaßen okay. Das wissen Sie auch, weil wir oft mit Ihnen darüber sprechen. Und wenn überhaupt, dann könnten Sie, wie Jost schon sagte, so in die Comedy-Trash-Ecke irgendwo gesehen werden. Das wissen Sie. Und Sie sind damit einverstanden. Und das ist der Unterschied zu dem, was früher passiert ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, die Edwina, die Sängerin, und Jost, das sind die einzigen eigentlich, die ich kenne jetzt im ersten Moment, die es mit uns ehrlich meinen und die sagen, scheiß auf den Lottogewinn. Wir sehen euch als Mensch. Dank der professionellen Hilfe klingt auch ein Hauch von Zuversicht durchs Studio. Dann lasst euch vereinen. Sie ist ein Virus in seinem Herz. Sein Herz war aus Steinen. Achims Liedtexte enthalten immer Autobiografisches. Wenn ich jetzt ganz ehrlich sein sollte, das ist fast mein Leben, was da drin steckt. So von diesem Gefühlschaos her. Wenn ich nach meinem Gespür gehe, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da Potenzial hintersteckt. Und damit das Herzvirus auch bei YouTube um sich greifen kann, will die Combo nun das Video zum Song produzieren. Beim Dreh am Segeberger See ist Achim wie immer Aufnahmeleiter, Regisseur und Chef in einer Person. So, jetzt wollen wir hier das Musikvideo drehen. Das fängt damit an, dass wir da auf dem Bootsteg da gleich so ein bisschen was machen. Mhm. Ne? Dann laufe ich hier so ein bisschen traurig am See nach, aber das kannst du auch gleich selbst nachlesen, Edwina. Mhm. Ne, weil du unterstützt einen da ja ein bisschen mit. Ich würde dich gerne vorher schminken nachher. Ja, ist in Ordnung. Ja. Die Mädels sehen ja schon gut aus. Ein bisschen abpudern noch, ne? Und natürlich wird der 56-Jährige auch vor der Kamera stehen. Denn davon ist er ganz fest überzeugt. Da gehört er hin. Eigentlich bin ich eine Rampensau, wenn du es ganz genau wissen willst.
Ich habe kein Problem, ob da jetzt 100 Leute stehen oder 1000, 5000. Ich gehe raus, ich mache mein Ding und fertig. Und versuche die Leute natürlich noch mitzunehmen, mitzureißen. Letzte Anweisungen, bevor es losgeht. Edwina gibt den Tänzerinnen noch ein paar gute Tipps. Die Herzensdame, seine große Liebe, weiß ich nicht. Also irgendwie diese. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Genau. Und so müsst ihr euch auch bewegen. Doch die Performance wirkt am Anfang noch etwas steif. Kein Wunder, hier ist alles öffentlich. Die Sängerin unterstützt die Buberts übrigens rein freundschaftlich. Sie will kein Geld von ihnen. Uneigennützige Hilfe, so etwas haben die Ex-Lotto-Millionäre in den letzten Jahren eher selten erlebt. Also die Buberts wurden ja auch damals schon ziemlich schnell nach dem Lottogewinn betrogen von verschiedenen Menschen. Und auch da sieht man die Naivität der Eheleute. Und das war dann wiederum ein Grund für verschiedene Medien, die Buberts einfach zu nehmen und zu sagen, hallo, wir haben ein ganz tolles Format für euch, da könnt ihr euch präsentieren, ihr seid die Stars, ihr seid Sänger, ihr seid Künstler. Und ja, durch die Naivität, die beiden eben damals hatten, haben sie sich darauf eingelassen und darin sind fast die Seelen zerbrochen, Familie fast zerbrochen. Familiär war es bei den Buberts noch nie einfach, vor allem auf Achims Seite nicht. Ein Bild vom angeblich schönsten Tag im Leben. Die Doppelhochzeit der Zwillingsbrüder Achim und Dietmar. Doch Petra war und blieb die ungeliebte Schwiegertochter. Es war dann auch Achims Vater, der möglichst schnell die Kontrolle über das gewonnene Lottogeld bekommen wollte. Unglücklich für Petra, sie hatte den Schein, der ihr Leben veränderte, damals nur auf Achims Namen ausgefüllt. Und mein Vater sagte immer, das war dein größter Fehler gewesen, dass du nur seinen Namen raufgeschrieben hast. Also wenn, dann hätte man beide Namen raufschreiben sollen. Da. Und die Familie, das heißt überall. Da, mein Sohn hat gewonnen, Achim hat im Lotto gewonnen, Achim hier, Achim da. Und Petra zählte nicht mehr. Petra und Achim fühlten sich von Achims Familie immer stärker bedrängt. Fast immer ging es ums Geld. Die Zwillingsbrüder wurden besonders von Achims Vater regelrecht gegeneinander aufgehetzt. Die Attacken ihres Schwagers Dietmar setzten Petra extrem zu. Immer wenn ich zum Einkaufen ging mit den Kindern, da hat er mit dem Taxi mir den Weg versperrt, dass ich mit dem Kinderwagen nicht mehr nach Hause konnte. Dann fuhr er an mir langsam vorbei, Scheibe runter. Dann hat er hier Schimpfworte auf der Straße immer geschrieben gehabt. Bis zu diesem Tag. Moin, Stich. Hi, moin. Stich? Nein, kannst rein. Können wir mal reden, du? Ja, können wir. Geh mal durch. Es soll zur Aussöhnung kommen, nachdem der Vater verstorben ist. Ich hab's ja damals gemacht, weil der Vater einen geführt hat. Mein Vater war der Größte. Es war Wahnsinn gewesen. Wenn so einen Vater gehabt, das war ein Vorbild. Und wenn der Vater das gesagt hat, dann hat man es gemacht. Das war doch in Ordnung gewesen. Ich als junger Mensch hab noch nicht mal weitergedacht. Ich hab gesagt, mach das. Und dann hab ich das gemacht. Es tut mir leid, ich möchte mich aufrichtig entschuldigen, dass wir uns ins Gesicht gucken können. Und nochmal vom ganzen Herzen, es ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Aber Ari, tut mir so leid. Komm her. Das ist schon alles werden, ne? Bitte? Ja. Wir kriegen das dann gemeinsam. Ja, natürlich. Doch auch jetzt, fast 10 Jahre später, ist das Verhältnis der Brüder noch angespannt. Beim Videodreh am See taucht Dietmar auf. Ich habe dir immer gesagt, irgendwann bist du groß drauf oder fällst mal ganz tief runter. Ja, ist so. Weswegen lachst du denn? Ja, weil das so ist. Ne? Du weißt, wie ich darüber denke, über diese Geschichte. Kannst du das ja gleich mit angucken. Ich höre mir das gerne an. Dein neuer Song, sag ich mal, Herzvirus, kann man ja reinhören, ne? Ja, also der Refrain ist wohl mehr oder weniger ein Ohrwurm. Ich würde aber was Peppiges bringen. Ich würde mal richtig so einen Schmatzi rausbringen. Wenn du schon richtig in Diskotheken auftreten willst, dann würde ich richtig was machen. Nicht dieses langsame, die Leute heute, ach, das ist so, sag ich mal. Hör dir das an, was wir hier machen. Ich höre mir das an, sag ich mal. Version. Virus habe ich selber, du. Ja. Wo auch immer. Und immer wieder ist Geld ein Streitthema zwischen den beiden Brüdern. Als Petra und Achim nach dem Prozess um das Kinderbuch jahrelang zahlungsunfähig waren, mussten sie Dietmar anbetteln. Dabei hatten sie einst ihn finanziell unterstützt, als sie noch Millionäre waren.
und er liegt am Boden. Er kämpft heute über das Überleben, sag ich mal. Und er versucht jetzt langsam wieder aufzustehen. Und wissen Sie was? Und wir als Familie geben heute Geld dazu, damit sie leben können, damit sie was zu essen haben. Würden Sie Ihren Bruder fallen lassen? Nein, mit Sicherheit nicht. Das ist Familie. Damals, als der Lottogewinn kam, haben wir seine Immobilie abgekauft, überteuert abgekauft. Und er hat auch Bargeld bekommen. Und da bekommen wir, da kommt eine runde Summe raus von über 500.000 Mark. War das ja damals gewesen. Und da kann ich doch wohl erwarten davon. Und dann brauche ich nicht das ertragen, dass ein Schwager durch die Gegend erzählt oder was. Ne, ich muss denen immer finanziell unter die Arme greifen, damit sie was einkaufen können, damit sie was zum Essen haben. Da, ne? Und das finde ich nämlich unfair. Und er erzählt nur, was er gegeben hat. Dann muss man auch erzählen, was habe ich von den beiden bekommen. Mehr als 20 Jahre nach ihrem Lottogewinn von 8 Millionen Mark müssen die Buberts eine traurige Bilanz ziehen. Das Geld ist weg. Der Nervenkrieg hat sie zermürbt und ihre Familie ist zerbrochen. Was bleibt, ist nur die Hoffnung auf den großen Durchbruch mit diesem Song. Du bist ein Blues in meinem Herd, mein Herd will nicht heilen. Und wenn du auch diesen Virus hast, dann. Ich gehe mal davon aus, dass Herzvirus einen gewissen Satz macht, ne, wäre natürlich schön, wenn er irgendwo in den Charts, ich sag mal, unter die ersten 100 kommt. Das wird auch reichen, wenn das Platz 100 wäre. Das wäre schon dieser Wow-Effekt. So, und da ich auf YouTube den einen und anderen Kanal habe und auch das Tonstudio, wo er drin ist, dann verdient man, wenn man Glück hat, auch damit noch ein bisschen Werbungsgeld. So, und dann muss man sehen, was dabei rauskommt. Ob das Glück dieses Mal endlich wieder auf Achims Seite sein wird? Klein Rönnau vor wenigen Wochen. Seit den Videoaufnahmen am See ist ein Jahr vergangen. Hat es Achims Song in die Charts geschafft? Und wie steht es überhaupt um die ehemaligen Lotto-Millionäre? Wir treffen Achim an seinem Angelladen. Der Shop ist nicht wieder zu erkennen. Statt Aquarien und Angelzubehör, Wohnzimmeratmosphäre, und eine seltsame Leere. Was ist passiert? Dann lief nicht mehr so, wie es laufen sollte. Die Kunden sind lieber zu größeren Geschäften gefahren und haben vieles aus dem Internet bestellt. So, wenn man dann nur für 50 Euro die Woche noch sitzt, dann macht man das Ding dicht, weil man verbraucht ja mehr Strom, als was überhaupt da reingekommen ist. Von Mehl und Wattwürmern hat Achim die Nase voll. Die restlichen Angeln gingen vor ein paar Wochen zum Schleuderpreis an einen Bekannten. Ein Schlussstrich, der spät kommt. 450.000 Euro hatte Achim insgesamt in den Shop gesteckt. Alles weg. Wieder eine Pleite? Von meiner Hinsicht her bin ich eigentlich nicht gescheitert. Ich sitze heute immer noch hier. Wir besitzen das noch alles vom Lottogewinn, diese beiden Häuser. Das, was ich verschenkt habe oder an der Börse verloren habe, das haben auch andere verloren. Nur auf den wird nicht rumgehauen. Aber so ein Lottogewinner, das ist natürlich, ich sag mal in Anführungszeichen, ein Arsch. Da kann ja nicht mit Kohle umgehen. Achim verbringt die meiste Zeit in seinem Musikstudio. Mit seinem Song Herzvirus wollte er es in die Top 100 der Charts schaffen. Doch dieser Traum ging nicht in Erfüllung. Das Video wurde rund 118.000 Mal im Netz angeklickt. Vielleicht ein kleiner Erfolg, wären da nicht diese vernichtenden Kommentare. Da ist zum Beispiel, was ein Park, gebt die Tiere in gute Hände und zerstört euer eigenes Leben mit eurer grenzenlosen Blödheit. Ich finde das, find ich beleidigend. Ne? Das sind wirklich so Kommentare, die gehen einem auch irgendwo schon am Herz. Vor allen Dingen, diese Leute kenne ich gar nicht. Und ich verstehe nicht, wieso diese Leute sich das mutmaßen, solche Kommentare zu schreiben. Schmähkritik ist Achim gewohnt. Was sich geändert hat, wie nahe ihm solche Anfeindungen gehen, das hinterlässt Spuren. Ja, sicherlich. Verletzt einen das. Das geht ja schon über 10 Jahre so. Ich finde es nur schade in unserer Gesellschaft,
dass die Leute so mit einem umgehen. Auch sonst steht für ihn das Jahr 2019 unter keinem guten Stern. Die Buberts haben sich nach 37 Ehejahren endgültig getrennt. Petra will Abstand von ihrem Mann und sehnt sich nach der unbeschwerten Zeit ihrer Jugend. Wie oft saß ich alleine in meinem Zimmer und hab geweint und hab mir gesagt, hättest du bloß den Dottischein im Müll geschmissen, ne? Oder in der Toilette runtergespült. Also es kam so weit, dass ich wirklich den Lottogewinn verflucht habe. Die Lottomillionen haben Petra nicht glücklich gemacht. Im Gegenteil. Und jetzt bin ich einfach nur noch froh darüber, dass es aus ist. Ich bin frei. Doch wird die 60-Jährige ihren Weg wirklich alleine gehen? Obwohl beide das Bett nicht mehr teilen, beruflich haben die Buberts noch miteinander zu tun. Leuchten in den Augen, ja. Okay? Zur Not gebe ich dir ein Anfangszeichen. Ja, Kopfhörer? Wie du möchtest. Kannst auch ohne, wenn du willst. Na, dann mache ich Kopfhörer. Dann brauchst du nicht so laut machen, ne? Ja, du musst mal hören. Ich lass mal laufen, sprech mal rein. Jetzt höre ich nichts. Du hörst nichts. Warte. Rede mal. Hallo, ja. Gut, dann müssen wir die Tür zumachen. Heute nehmen sie wieder einen Song auf. Er handelt von Petras Sehnsucht nach einer neuen Liebe. Du bist so heiß wie Glut, zum Finger verbrennen. Du entfachst ein Feuer in mir, welches ich nicht kenn. Du bist die Nacht, die nie vorübergeht. Gut. Noch immer sind die zwei ein eingespieltes Team. Es ist warm drinnen. Nimm den Stuhl. Jetzt heißt es reinhören, ob es passt. Ist nicht schlecht, aber wird ein schlecht. Nein, Blödsinn. Achim ist immer noch Petras größter Fan, auch wenn sie kein Paar mehr sind. 2015 verliebte er sich in eine andere Frau. Das hat ihm Petra nie verziehen. Irgendwann kam dann eine andere Frau, die hat mich anders behandelt, also freundlicher, netter oder wie auch immer, wie man das sagen möchte. Aber ich hatte ein Gefühl Chaos und das hatte ich Petra auch gesagt. Aber er hat eins vergessen zu sagen, dass ich zweimal nachts sein Gefühlschaos um ihn gekämpft habe. Weil diejenige, mit der kam ich mal kurz im Gespräch und ja, und da sagte sie, wenn du ihn haben willst oder behalten willst, dann kämpf um ihn. Und das habe ich zweimal gemacht. Ja, der Mann ist nicht angebissen. Und da habe ich gesagt, ein drittes Mal gibt's nicht mehr. Und dann hat er versucht, noch mal die Ehe ein bisschen zu retten. Und habe ich gesagt, Schluss. Ob Petra die Trennung gut getan hat? Sie hat jedenfalls 13 Kilo abgenommen und achtet wieder mehr auf ihr Äußeres. Fehlt nur noch ein bisschen Schminke. Dann kann es auch schon losgehen mit den Dreharbeiten für das Musikvideo zum neuen Song. So, dann lass uns mal die Aufnahme machen. Dann haben wir das im Kasten. Dann muss ich das nachher noch schneiden. Petra wartet schon. Dann mache ich die Mucke an. Geht los. Der Himmel ist rot. Für uns ist es niemals zu spät. Achim achtet darauf, dass die Aufzeichnung klappt. Und so sieht das Endprodukt aus. Ob es ein Hit wird? Auch jetzt schwingt wieder Hoffnung mit. Man möchte ja auch irgendwo Geld mitverdienen, was man auch macht. Ich sage auch mal zu Petra, es geht kein was an, wie viel wir damit verdienen. Ne? Sonst geht das nachher so wieder los wie beim Lottogewinn. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Genaue Angaben zum Einkommen sind deshalb tabu. Das war's. So. Fertig. Wollen wir mal gucken, ob das auch drauf ist. Nicht, dass es nochmal machen muss, aber das sieht gut aus. Mittagspause. Achim und Petra wollen auf ihrem Anwesen nach den Tieren sehen. Denn mit denen gab es zuletzt großen Ärger. Nachbarn haben die Buberts beim Ordnungsamt angezeigt. Der Vorwurf, sie würden Esel Yoshi und die Ponys nicht artgerecht halten. Yoshi, komm! Yoshi ist träge. Jetzt kommt er. Yoshi, komm! Ja, sicherlich ist er gesund. Ja, der ist ein bisschen dick. Ja, das kommt.
Ja, das kommt, weil er zu viel Übergewicht hat. Aber das haben wir nicht gemacht. Das haben die lieben Leutchen hier um uns herum gemacht, die ja meinen, die armen Tiere kriegen nichts zum Fressen. Und da werden die Tiere auch ganz gerne mal mit Erdnüsse gefüttert. Das alles dürfen die nicht. Und wer ist nun daran schuld? Meistens wird von hier rüber geworfen. Da ist gleich die andere Nachbarskoppel. Ja, es wird aber nicht nur rüber geworfen, es wird auch rüber geklettert. Ja, das auch. Also Zäune werden auch hier ganz und gar kaputt gekniffen. Dann gehen sie bei uns am Grundstück. Da haben sie unter anderem ja auch den ganzen Teich schon mal irgendwie vergiftet. Der war jedenfalls purpurrot gewesen und die ganzen Fische sind hochgekommen. Auch wenn klare Beweise fehlen, Fakt ist, das Pony hat eine fütterungsbedingte Krankheit an den Hufen und Esel Yoshi ist zu dick. Das ist Fett. Das ist Fett. Einfach Fett. Das muss man total auf Diät setzen. Wir sind dabei, wir machen das und tun das, aber die lieben Nachbarn, die knallen das alles kaputt. Der ganze Zwist zermürbt. Auch deshalb würde Petra gerne wegziehen. Wir fühlen uns nicht nur als Opfer, wir sind auch Opfer. Überlegen Sie mal, von der ganzen grausamen Welt, die da draußen hier um unser Grundstück herrscht. Weil sie die reale Welt draußen als immer ungemütlicher empfinden, ziehen sich die Buberts zunehmend in ihre virtuelle Welt zurück. Dort wächst ihre Fanbasis. Ihr neuestes Projekt? Eine Live-Sendung auf einem Portal mit Online-Streaming. Gleich soll es losgehen. Als Gast haben die beiden einen Bekannten aus Hamburg in ihre Show eingeladen. Daniel Seidlitz ist zum zweiten Mal dabei. Bist du soweit? Fit? Ja, klar. Du weißt ja, was wir vorhaben. Twitch, live, performen. Das Thema der heutigen Sendung, Petras Fäbel für Wahrsagerei. Sie will an ihrem Gast endlich ihre hellseherischen Fähigkeiten ausprobieren. Noch 10 Minuten bis zum Start. Daniel wird nervös. Jetzt habe ich gesehen, hatte 2 Millionen Klicks, Wahnsinn. Ja, ne? Okay. In der letzten Sendung hatte ich ein Interview mit seiner Frau und sie sagt, es muss immer höher gehen. Ich sage, Mensch, mehr als 2 Millionen Klicks geht doch gar nicht. Wo wollt ihr denn noch hin? Also ihr seid doch schon berühmt. Also, das, naja, gut. Nun sei mal nicht so aufgeregt, Bert. Okay. Sieh das gelassen und locker, auch wenn du mit Petra da sitzt. Und was macht Petra mit mir jetzt? Geh nach Petra an, das erzählst du dir. Okay, gut, ne? Das ist Achim. Also, ich weiß das ja nicht. In Ordnung, ja, ich weiß es auch nicht. Gut. So. Petra, hallo. Was soll das hier gemacht? Was passiert? Für Daniel ist Esoterik absolutes Neuland. Letzte Streaming-Informationen für die Netzgemeinde. Derweil sorgt Petra noch für das richtige Karma. Ich hab dir da oben im Kronchakra jetzt was eingebaut. Und was? Das darf ich nicht sagen. Dann wirkt das nicht. Kannst du mal erzählen, was hast du denn gespürt? Ja, so ein Kribbeln habe ich gespürt. Gut. Ja, und was sagt mir das? Also was? Geht's dir gut? Ja, alles gut. Ja, es gibt Kunden, denen wird das schwindelig dabei. Ja? Weil zu viel Energie das ist. Ja. Aber jetzt kannst du klarer denken. Du bist frei. Ist alles gut, ja. Ja, ne? Was für Daniel eine fremde Welt ist, scheint Petra mühelos zu beherrschen. Noch 30 Sekunden bis zum Start des Livestreams. Eine letzte Trockenübung. Jetzt gibt Moderator Lotto King Achim das Go. So, ihr seid live. Ja. Hallo meine Lieben, eine Frage, eine Antwort. Ihr kennt mich, ich bin Petra. Und wer mich nicht kennt, Petra bin ich einfach. Petra mit den Erzengel Utan. Und jetzt darf Daniel natürlich als erstes eine Frage stellen. Ja, wie hoch ist der nächste Lottogewinn der Firma? Oh, Scheiße. Lottogewinn. Geld spielt im kosmischen Bereich keine Rolle. Ja. Erzengel Utan kann jetzt damit nichts anfangen. Also da würde ich ja dann plausible Fragen stellen. Zum Beispiel? Also, aber keine Gesundheitsfragen, die beantworte ich natürlich nicht. Okay, also wie lange bleibt Frau Kramp-Karrenbauer Verteidigungsministerin? Weißt du was, ne? Hallo? Ich sag doch mal, was für eine ist das denn? Das ist doch die Nachfolgerin von der... Von der anderen, von der Blonden. Kannst du nicht mal eine konkrete Frage, was dich betrifft? Du selber. Meinetwegen, was deine Liebe betrifft. Ob du noch Kinder bekommst oder was weiß ich. Kaufe ich mir mal einen Porsche oder nicht? Also, habe ich genug Geld für Porsche? Das sind alles materielle Wünsche. Oh, ja, ich kenne mich damit nicht aus. Ob das noch was wird? Immerhin schickt plötzlich ein Zuschauer 10 Euro.
Die wollen jetzt danke für 10 Euro Spende. Das freut uns. Danke, merci. Ja, so verdiene ich dann auch ein bisschen Geld und alles wunderbar. Geld, das der ehemalige Lotto-Millionär gleich wieder ausgibt. Es ist 17.50 Uhr. Achim muss los. Er hat noch etwas Wichtiges zu erledigen. Wo geht's jetzt hin? Da will ich schnell noch Lotto abgeben. Ne? Wer weiß, vielleicht klappt's ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Spenden seiner Internetzuschauer will Achim bei der Lottoannahmestelle anlegen. Gewinnbringend sozusagen. Um 18 Uhr ist Annahmeschluss und ich muss sehen, dass ich da noch heute mit rankomme. Vielleicht habe ich ja Glück. Und wenn das Glück nicht so will, versucht Achim eben, es zu erzwingen. 25 Jahre nach seinem Millionengewinn lässt ihn sein selbst verzockter Jackpot von damals einfach nicht mehr los.